War wieder super laut hier in Berlin. Habt ihr euch auch manchmal schon gedacht, wie schön es wäre, einfach die Stadt hinter euch zu lassen? Den ganzen Stress, die Abgase, den ganzen Lärm und einfach mal für euch in der Natur zu sein? Und genau das habe ich vor zu tun. Ich plane, in der Natur mein neues Zuhause aufzuschlagen und vor allem mir, aber euch da draußen auch, zu beweisen, dass selbst ein Girly Girl wie ich zu einer waschechten Wandererin und richtigen Outdoor-Expertin werden kann. Das hört sich zwar erstmal ganz witzig an, aber es gibt auch noch eine etwas tiefgründigere Motivation. Und zwar habe ich ungefähr vor einem Jahr ganz heftige körperliche Probleme bekommen. Ich hatte immer das Gefühl, dass sich meine Brust eng anfühlt, dass ich nicht mehr richtig atmen kann, dass sich mein Hals zuschnürt. Ich habe auch einen Tinnitus bekommen. Mir ging es wirklich super schlecht. Ich habe ständig geweint. Und vor 2 Monaten habe ich dann die Diagnose bekommen, dass ich zu meinen Depressionen und einer Essstörung jetzt auch noch 2 Persönlichkeitsstörungen habe. Und alles, was ich irgendwie vorher mir so zurechtgelegt hatte, das Leben, was ich mir so vorgestellt hatte und auf das ich hingearbeitet habe, erscheint mir jetzt auch so, als wäre das das Leben einer anderen Person gewesen. Und die Reise, die ich jetzt antrete, ist gar nicht so sehr eine Reise zu einem Ort hin. Nee, ich will tatsächlich den Weg als Ziel nehmen und so quasi zu mir wiederfinden, das wahre Ich sozusagen entdecken und habe einfach in der Stadt das Gefühl, ich bin eigentlich permanent abgelenkt und komme einfach nicht so richtig zur Ruhe, um wieder Kraft für, ja, nicht ein neues, sondern vielleicht mein eigentliches Leben zu finden. Ja, und ich habe irgendwie so das Gefühl, ich bin halt wirklich dem Tod so von der Schippe gesprungen, weil als das so vor einem Jahr anfing, hatte ich halt wirklich das Gefühl, ich will auch nicht mehr weiterleben. Und jetzt ist es Gott sei Dank nicht mehr so. Also ich bin wirklich super froh, dass ich das jetzt nicht mehr so spüre, weil das einfach, ja, das ist super schmerzhaft, wenn sich so der eigene Kopf irgendwie so gegen einen richtet. Ich weiß aber halt nicht, was ich will. Ich will halt leben, aber ich weiß nicht, wie ich dieses Leben füllen will. Und das will ich jetzt herausfinden.